So, sag mal, willkommen online zum Vortrag der Rosa Maria Reiter zum Thema, warum demonstrieren die Bauern? Ja, zum Thema Landwirtschaft. Warum demonstrieren die Bauern? Wer von Ihnen war denn schon mal auf so einer Landwirtschafts- oder Bauerndemo und hat miterlebt, was da abgeht? Okay. So ein bisschen. Ja, super, klasse. Das ist sehr schön. Ja, was steht denn da so auf die Plakate? Ohne Bauer kein Brot, ohne Bauer kein Bier von Japans Original. Ohne Bauer stirbt das Land. Ohne Bauer stirbt das Land. Das kann man auch wirklich sagen. Sie sehen nichts, sie ernten nicht, sie wissen aber. Sie wissen alles besser. Ja, genau, auf die Bühne gemünzt. Das ist tatsächlich so. Ich habe gestern wieder so ein einschneidendes Erlebnis gehabt beim Regionalverband, so die Oberleitung, die Fraktionssprecherin in der AfD-Fraktion. Und wenn du dann von der Bühnenfraktion reden kannst, also das sind die klassischen Balkonbiologen, die von dieser Ahnung aber davon ganz viel sind. Deswegen auch ein aktueller Brief auf den wichtigsten Wirtschaftszweig unseres Landes, weil ohne Bauern gehen auch alle anderen den Bach runter. Die Bauern wollen im Grunde vieles von dem, was auch die AfD will. Wir wollen ja Abbau der Bürokratie, wir wollen mehr Entscheidungsfreiheit, das ist was wir als direkte Demokratie natürlich haben wollen. Wissenschaft vor Ideologie, also alle Entscheidungen, die in der letzten Zeit sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene gefallen sind, kann ich eigentlich bis auf wenige Ausnahmen sagen, sind fachlich völliger Nonsens. Anfangen bei der CO2-Bepreisung, so nach dem Motto, CO2 wäre ein ganz, ganz wichtiges Klimagas. Blödsinn, CO2 ist Lebensgrundlage für alles, was lebt auf der Erde. Man muss sich das mal vor Augen führen, wir haben aktuell 0,04% CO2-Anteil in der Atmosphäre. Ab 0,02% stellen Pflanzen das Wachstum ein. Also das CO2-Optimum für die wichtigsten Nahrungsmittel und Futtermittelpflanzen liegt bei 0,08 bis 0,1%. Also kommen wir bitte keiner, wir müssen CO2 in der Atmosphäre reduzieren, das ist Schwachsinn. Das ist völliger Unfug. Es gab in der Geschichte der Erde immer wieder Schwankungen. Und das ist ganz natürlich, dass der Anteil mal niedriger und auch mal höher ist. Und die Zeiten, wo der Anteil höher war, waren auch von der Versorgung von Mensch und Tier die bessere Zeit. Verbesserung der Rahmenbedingungen für umweltgerechte Landwirtschaft. Wir kommen später im Laufe des Vortrags dann auch zu Themen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst, weil das vom Naturschutz überhaupt nichts mehr zu tun hat. Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor Zweckentfremdung. Und das ist im Grunde das Gleiche, was die Landwirte wollen. Abbau der Bürokratie, Mitsprache bei Gesetzesentscheidungen, wobei ich sage, es gäbe den Deutschen Bauernverband. Schon klar. Da habe ich den Eindruck, der sitzt auf dem Schoß und nimmt den Kommunen alles ab. Und vor allem überlegt sich eine Sprachregelung, die er seinen Mitgliedern verkauft. Ja, Schutz der Umwelt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, damit ist gemeint, wir haben jahrzehntelang jetzt ein sogenanntes Bauernwäsching betrieben. Die Bauern werden die Bösen, die Böden vergiften, die das Wasser vergiften, die Tiere schinden und so weiter und so fort. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es ist natürlich eine gewisse Angstpolizei oder auch Druckpolizei aufgebaut worden, um eine Gruppe abzuspalten, um eine Spaltung zu betreiben, auf die man dann alles schieben kann, was schief läuft im Land. Ja. Eine Reduzierung des Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen und der dauerhaften Flächenversiegelung. Wir haben natürlich Wohnungsnot, das heißt, der Wohnungsbau ist einer der Hauptkonkurrenten für landwirtschaftliche Flächen. Wir haben in Freiburg beispielsweise ein Riesenneubaugebiet. Dietenbach nennt sich das, da war Scholz jetzt eben zum Spatenstich. Bei seinem Besuch in der Gegend, beste Ackerböden direkt am Rand von Freiburg, werden jetzt versiegelt, dauerhaft, um Wohnraum zu schaffen. Freiburg kauft sich dann von umliegenden Gemeinden, beispielsweise von Kartografenhausen, an sogenannte Ökopunkte. Sagt das Ökopunkte-System irgendjemand was? Okay. Wenn ich als Gemeinde Flächen versiegeln möchte, wenn ich eine Baumaßnahme machen möchte, muss ich Ausgleichsflächen schaffen. Ich kann aber mit umwelt- oder klimagerechten Maßnahmen sogenannte Ökopunkte sammeln als Kommune. Und wenn ich die nicht selber brauche als Ausgleich für meine Baumaßnahmen oder für mein Neubaugebiet, dann kann ich die auch verkaufen. Freiburg hat faktisch keine Ausgleichsflächen mehr. Dann kaufen die sich von Kartografenhausen beispielsweise, weil wir haben ein Naturschutzgebiet in Pauperwiesen, Ökopunkte, und dann können sie trotzdem dieses Neubaugebiet hochziehen, obwohl sie auch im Stadtgebiet keine Ausgleichsflächen mehr haben. Das ist so eine Art Ablasshandel, kann man sagen. Geht natürlich auch zulasten der Landwirtschaft, weil wenn ich mir bei irgendeiner Gemeinde, die halt eine Öko-Punkte-Konto Plus hat, das zukaufen kann, dann ist mein Ackerboden das für das Neubaugebiet und ich werde als Landwirt enteignet.
Ja, das nimmt die Bauern jetzt auch am meisten auf. Immer mehr Bürokratie, unzivilige Praxisfälle, praxisfremde Gesetze und Kürzung finanzieller Unterstützung und damit natürlich auch der Einschnitt in die Konkurrenzfähigkeit gegenüber ausländischen Anbietern. So, das ist jetzt nicht die Kurve der Zustimmung unserer Bundesregierung, die sieht wahrscheinlich ähnlich aus, sondern es tut mir leid, dass ich es nicht besser transparent machen kann. Wir sind hier bei 1975, da waren wir bei 904.000 landwirtschaftliche Produktionsstätten, sprich Bauernhöfe, und 2023 sind wir gerade noch mal bei 205.000. Also innerhalb weniger Jahrzehnte ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe drastisch zurückgegangen. Natürlich sind die Betriebsstätten dann auch größer geworden, ist ganz klar. Es gab in den 70er, 80er, 90er Jahren immer das Motto wachse oder reiche. Das heißt, du musst immer mehr investieren, musst Böden dazu packen, musst kaufen. Sonst kannst du irgendwann dann nicht mehr existieren, aber auch das ist irgendwann limitiert. So, Agrarsubventionen und wer die tatsächlich bekommen. Es wird ja immer so kolportiert, die Bauern haben überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Die kriegen noch so viele Subventionen, die können auch eigentlich die Klappe halten, weil denen geht es ja so gut. Die haben ja riesige Fördertöpfe und so viele Milliarden Agrarsubventionen werden jedes Jahr verteilt, sei es national, sei es aus EU-Töpfen und so weiter. Um das zu verstehen, muss man erstmal die Finanzierung, beziehungsweise wie läuft es eigentlich mit der Unterstützung der Landwirte. Wir haben zwei Säulen. Die erste Säule der Förderung sind sogenannte Direktzahlungen. Da gibt es eine Basisprämie, dann gibt es für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen eine Prämie, dann gibt es eine Umverteilungsprämie für kleine und mittlere Betriebe. Das ist aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Junglandwirte kriegen Unterstützung. Es gibt eine vereinfachte Zahlung für Milcherzeuger. Und dann gibt es die zweite Säule der Förderung. Und das ist eigentlich die interessantere, weil ich muss gar kein landwirtschaftlicher Betrieb sein und darf auch so profitieren, auch bei den Direktzahlungen nicht. Und es wird den einen oder anderen erstaunen, was für Beträge an welche Leute gehen. Die Förderung für die Entwicklung des ländlichen Raumes, da gibt es Extensivierungsmaßnahmen, sprich Flächenstilllegung, ökologischer Landbau, Förderung naturbedingt benachteiligter Gebiete, dann für Tourismus, Landschaftspflege oder auch Hofläden, dann die wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gebieten sowie lokale Dorfentwicklungsprojekte. Das ist in dieser Gesetzgebung bewusst so schwammig formuliert, dass mit möglichst viele auch davon profitieren können. Aber halt auch Leute, die auf gut Deutsch gar keine Landwirtschaft betreiben. Dann haben wir natürlich die Erarbeitung einer regionalen Entwicklungsstrategie, da sind dann Gesellschaften beteiligt, die mit diesem Budget Konzepte entwickeln zur Unterstützung. Eine hat es dann schon lange fest dran. Machen wir kurz Pause. Zu Länge. Für Sie? Bei das? Dann stelle ich jetzt auch direkt eine Zwischenfrage, ist das eine EU-Bundes- oder Länderförderung? Das ist gab gemeinsame Agrarpolitik. Das sind die zwei Fördersäulen. Genau, das ist das Agrarpaket oder gab gemeinsame Agrarpolitik EU-weit. Genau. So, da haben wir eine nette Grafik. Der linke fette Balken sind die EU-Direktzahlungen. Versuchst du wieder? Ja, ne, hau nicht hin, sorry. Dann kommen eher die kleinere Kostenbezahlungen aus Agrarumweltmaßnahmen. Hier ist die Agrardieselrückvergütung, komme ich später auch noch dazu, was das tatsächlich heißt. Und dann gibt es noch diverse kleinere Ausgleichsschichten oder sonstige Zahlungen. Jetzt denkt man hier, da steht die Zahl 27.750. Im Schnitt, jeder Betrieb kriegt 27.257 allein schon aus Direktzahlungen und dann kommen noch ein paar Tausend, also im Grunde so unterm Strich 40.000 pro Betrieb. Das ist aber die Durchschnittszahl. Und warum das den kleinen und mittelständischen herzlich wenig hilft, sieht man daran, dass etwa 3.500 Betriebe jährlich Bestall zumachen oder die Wiesen verpachten, die Felder verpachten und nicht mehr weiter wirtschaften. Weil die Großbetriebe, die tatsächlich den Rang abschöpfen, also die wirklich dicken, fetten Brocken von diesen Agrarsubventionen, das sind in der Regel keine
Landwirte, sondern Agrarholdings. Gesellschaften, die schon seit Jahrzehnten mit Ackerboden, mit Agrar-, mit landwirtschaftlichen Flächen spekulieren. Für die ist es eine ganz gute Geldanlage. Und da sind dann natürlich auch Nachhilfe. Also wenn man es im Schnitt sieht, bis zu 300.000 Hektar pro Bundesland. Und man weiß, im Schnitt zahlen wir inzwischen pro Hektar 30.000 Euro, wenn man es kaufen will. Dann sind wir schon im Milliardenbereich, was die an Boden besitzen. Und die Namen, die wir da liest, haben mit Sicherheit noch nie Agrarien. Leonis, Fissmann, Möbelhersteller, Mischkonzerne und so weiter und so fort, aber auch Aldi Nord. Die sind Profiteure von der Agrarsubventionsschichtlinie. Das sind drei Beispiele für ganz viele. Wieso Aldi Nord? Die haben eine Gesellschaft gegründet, wo sie praktisch einen Ackerboden halten als Invest und für diesen Ackerboden kriegen sie als Subventionen. Ah, die sind direkt in der Produktion. Ja, okay. Also, ich habe da auch gestaunt, was für Verflechtungen da teilweise sind. Da könnte man einen Abend allein darüber machen, welche Holdings wie zusammengehören und dann wieder mit Gesellschaften mit reinflocken und so weiter und wieder hält man auf. Es geht aber nicht zwingend in die direkte landwirtschaftliche Produktion, sondern dann ist Wald, dann ist Ackerboden einfach ein Investitionsobjekt und der Return on Invest ist halt einfach durch die Subventionszahlungen aus dem Agrarhof der EU. Genau. Die DAH Holding, jetzt die Neo-Infrastruktur Partners, die macht den ein bisschen schwer im Biogasanlagenbau. Die Lindholz-Gruppe, das ist wenigstens eine familiengeführte Gruppe. Die macht Landwirtschaft, Bioenergie, Immobilien und Seniorenpflege. Ja, Wahnsinn. Genau, mit 3,38 Millionen Euro Direktzahlung. Das andere, was nebenher noch kommt, was zur zweiten Säule ist, dann noch nicht erfasst. Die Lukas-Stiftung, das ist eben die Familie Albrecht, hat die Stiftung gegründet. Und über die Stiftung verwaltet sie praktisch ihre Agrarflächen und bezieht dadurch Geldzahlungen. In Höhe von 2019 waren es gute 3 Millionen Euro. Aber dicker kommt es noch, weil auch der Staat selber ordentlich kassiert. Wir sind jetzt Zahlen aus 2022. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Die haben 60,06 Millionen Euro in 2022 bekommen, da muss ich eine Ausnahme machen. In dieses Budget flossen die Einmalzahlungen für die Landwirte aufgrund der erhöhten Energiekosten durch den Ukraine-Krieg. Aber die anderen, die jetzt noch kommen, die Landesbetriebe und Ministerien, da sind jetzt natürlich Brocken unterwegs, der Schlag aus dem Weg geworden. Das ist jetzt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark Husum, 18,59 Millionen Agrarsubventionen. Servus, Hube. Oder du hast das Bayerische Landwirtschaftsministerium mit 17 Millionen. Oder der Landwirtschaftsministerium Niedersachsen, 10,25 Millionen. Das ist im Grunde linke Tasche, rechte Tasche. Das sind die großen Profiteure an den Agrarsubventionen. Der familiengeführte Landwirt, der ist es nicht. Wird aber immer so darstellen, die Bauern sollen die Platte bringen eh so die Subventionen, weil einfach nur die Zahl in den Raum geworfen wird. Oh, so und so viele Milliarden Agrarsubventionen, die sollen doch früher sein. Ja, wer kriegt denn die Kohle? So schaut es nämlich aus. So. Ja, weitere Kuriositäten in der Agrargesetzgebung. Das Thema Kfz-Steuer und agrarische Rückvergütung waren im Grunde nur der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, weil in den Jahren und Jahrzehnten vorher schon Dinge auf den Weg gebracht wurden, Gesetze eingeführt wurden, die den Bauern einfach systematisch das vernünftige Wirtschaften und auch das Überleben schwer machen. Wir haben ja zum Beispiel das Grünland-Umwandlungsverbot. Sagt das irgendjemand was? Oder die verschärfte Düngeverordnung, war ein heißes Thema 2019-2020. Ja. Genau. Das ist bei uns präsent hier im Bodenseeraum. Ja, genau. Da verzweifeln die Bauern regelrecht. Ja, ist klar. Weil ja. Was willst du, wie will denn eine Pflanze hochkommen, wenn keine Nährstoffe im Boden sind? Ja. Mit was wollen sie denn ihr Getreide so hochziehen? Exakt. Und nicht, ich jeder, genau, und nicht jeder Boden gibt für gewisse Getreidearten alles her. Genau. Aber das interessiert uns ja gar nicht, oder? Das sind reine Bürokratiemonster, was hier läuft. Kommt aus der EU, wird in nationales Recht umgesetzt und wird einfach durchgedrückt. 4% Flächenstilllegungspflicht, sagt das irgendjemand, was schon mal gehört? Ja, das haben Sie jetzt gecancelt. Ja, das ist nur ausgesetzt.
Ach so, das ist nur nicht ausgesetzt. Nein, nein. Okay, nein, nein. Vorübergehend stillgelegt. Es ist vorübergehend stillgelegt, okay. Genau. So, und dann macht man das nur, dass alle 3 bis 4 Jahre Getreide auf seine Wiese sät. Das ist der Hintergrund. Das Grünlandumwandlungsverbot in Westfalen 27 Paar vom Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz. Das ist, wie ich sie mal nennen, Knappjahr-Rotes Blüchenwiese. Die hat ja mal von sich gegeben, sie wünscht sich eine durchgehende Blüchenwiese von Hamburg bis zum Bodensee. Schön, hast du auch Spaß, besser gute Frau. Nee, also dieses Grünlandumwandlungsverbot heißt nichts anderes, als wenn ich ein Stück meines Landes oder meines Bodens 5 Jahre lang als Wiese führe, darf ich die nie wieder zum Acker machen. Da kann ich im Grunde mein Geld gleich komplett verbrennen, weil Ackerland natürlich wertvoller ist als eine Wiese, weil ich vom Acker halt mehr Ertrag erwirtschaften kann. Das heißt, der Nachbar von meinem Bruder, das Stück liegt direkt vor seinem Haus, der reißt die Wiese, die er eigentlich für seine Kühe braucht, alle 3 bis 4 Jahre, sät dann Getreide ein, dann gilt es weiterhin 5 Jahre als Acker. Und im Frühjahr sät er dann wieder Wiese ein, damit er seine Viecher versorgen kann. Er hat einen mehrfachen Maschineneinsatz, er hat einen höheren Saatguteinsatz, völliger Humbug. Und er ist nicht der Einzige, der das so macht, weil er braucht ja eigentlich Grünland für seine Kühe, aber sein Hof würde massiv an Wert verlieren, wenn er alles zur Wiese machen würde, weil er dann nie wieder einen Acker machen hat. Völliger Irrsinn. Und das einfach nur von wegen, wir müssen die Biodiversität steigern und so weiter und so fort. Es ist Unfug, aber findet statt und wird als Gesetz umgesetzt. Nimm mal einen Blick auf die Kaufpreise vom Ackerland nach Bundesländer. Im Schnitt sind es 32.000 mal tippen und ins Stream teilen. Die teuersten Nordrhein-Westfalen, da muss ich 80.000 Euro für 1 Hektar ausgeben. Die Folge von Bayern mit 76.000, das sind die Spitzenreiter. Und wenn man sich überlegt, ja, was für Preise ein Bauer eigentlich aufrufen müsste für seine Feldflüge, das heißt jetzt die Preise und das heißt jetzt auch für Milch, wenn er Milch produziert, wie soll der das reinwirtschaften? Wo soll die Kohle herkommen? Wo soll die Kohle herkommen? Ganz genau. Genau, wie soll der das reinwirtschaften? Ja, völlig irre. Genau, in Deutschland bald kein Brotgetreide mehr angebaut werden kann. Die verschärfte Düngeverordnung. So, jetzt lässt man ständig im Schnitt nehmen. Natürlich in der EU-Gesetzgebung, schon relativ alt, aber auch in diese 1991 bzw. Richtlinie 98 aufgebaut und dann weiterentwickelten Umweltschutzgesetze stützen sich genau auf die Reinhaltung des Wassers, sprich Nitratbelastung soll unter einem bestimmten Grenzwert sein. Wobei diese Nitratwerte im Laufe der Jahrzehnte immer weiter abgesenkt wurden, ohne jegliche echte wissenschaftliche Grundlage. Also man wird halt, man nimmt einfach an, so und so viel der Nitratwert wäre dann schädlich. Ja, und was regt die Landwirte zum Thema Düngeverordnung am meisten auf? Sie haben auch mehr Dokumentationspflichten, sie haben auch mehr Verbote. Es gibt keine Berücksichtigung regionaler Unterschiede. Du hast auf der Landkarte sogenannte rote Gebiete, wo vermeintlich erhöhte Nitratwerte gemessen werden. Und wenn du dein Feld oder deine Wiese in dem Bereich hast, dann hast du auf gut Deutsch die Arschkarte. Weil dann bist du von der Düngung her extrem eingeschränkt. Na, die Karte habe ich ja auch schon gesehen, da ist ja bald alles rot. Ja, in Nordrhein-Westfalen wurde 2017, glaube ich, im Auftrag der Landesregierung mal sämtliche Messbrunnen für Nitratmessungen untersucht. Über 50% waren dysfunktional, sprich, sie haben gar nicht echte Werte angezeigt und überwiegend überhöhte Werte. Also sie waren auf gut Deutsch kaputt, aber anhand dieser Messwerte werden eben dann diese roten Gebiete entwickelt. Ich habe auch schon versucht, wie es in Baden-Württemberg aussieht, aber ich habe noch nichts gefunden, dass die baden-württembergische Landesregierung sowas auch mal machen würde, sprich ihre Messbrunnen mal überprüfen lassen. Es ist ja auch viel zu schön zu sagen, da und dort machen wir lieber Blümchenwiese und darfst nichts mehr drin. Ja, die Düngeverordnung schreibt unter anderem vor: Schärfristen für die Ausbringung von Düngemitteln strikt nach Kalender. Was, wenn man auch die Mikroklimazonen in unserem Land anguckt, völliger Unsinn ist. Also bei uns in der Ortenau, das ist ja die Angegebene, leider neben dem Kreiselspul, das ist so die wärmste Ecke von Deutschland, da sieht das Gras schon aus. Das heißt, ich hätte eigentlich im Januar schon immer müssen.
wenn ich dann wirklich meine Farbschneider will, brauche ich aber noch nicht bis zu 15 Jahre. In Norddeutschland oder auch wenn man hier über den Schwarzwald fährt, die haben kein Problem, da ist noch kein Austrieb vom Gras oder von der Landwirtschaft zu sehr. Also die können das einhalten. Teilweise liegt da im Allgäu dann noch Schnee. Also es ist einfach nur nach Kalender bestimmt und nicht nach den unterschiedlichen Sonnen, wo du sagst, da macht es Sinn oder macht es Sinn, sondern schwerfristig passt nicht. Nette Anekdote am Rande, es gibt teilweise noch Landwirte, die mangels Platz dann eben ihren Festmist, also auf gut deutschen Misthaufen, neben das Feld fahren. Die müssen die Misthaufen jetzt abdecken, damit der Regen dann nicht irgendwie Nitrat in den Boden oder ins Wasser waschen kann. Was ist der Nebeneffekt dabei? Diese Misthaufen waren früher einfach, oder sind es nach wie vor, von Mäusen oder Kleinwildtieren belebt. Ist ja klar, ist warm, finden auch noch Nahrung, das ein oder andere Getreidekörnchen und so weiter. Und das war früher immer für Raubvögel und auch Kauz und Eule und so weiter das Buffet, weil da haben sie immer was zu fressen gefunden. Jetzt sind die Dinge abgedeckt. Und der Hahn muss jetzt auch auf der Plastikfolie sitzen. Wie? Und der Hahn muss jetzt auch auf der Plastikfolie kriegen. Ja, genau. Nee, das ist kein Problem, da kannst du es auch verlassen. Da hast du ja eine feste Platte. Dann musst du draußen direkt auf den Boden machen. Aber die am Feld dran, da verhungern die Viecher, weil die Maus weiß, ich habe jetzt ein Dach über dem Kopf. Ganz einfach. Ja, mal ganz kurz. Ja. Leute, wenn ihr online Fragen habt, könnt sie gerne stellen. Ja, ich bin auf jeden Fall dran. Ich werde die Fragen hier weiterleiten. Auf jeden Fall, ihr seid herzlich dazu eingeladen, hier mitzuwirken. Ja, und ich wünsche euch auch weiterhin noch viel Spaß beim Zuschauen. Tut mal ein bisschen tippen, liken, ja, und dass wir hier dann auf jeden Fall vorwärts kommen. Na, wir freuen uns auf jeden Fall alle auf euch. Ja, Dankeschön. Wir sind auf TikTok. Wir sind auf TikTok, super, wir sind digital unterwegs. Apropos digital, es wird der Satellit überwacht, was der Bauer auf seinen Feldern anpflanzt. Und wenn er nicht die erlaubte Bodenfrucht anpflanzt, dann kriegt er Ärger. Dann kriegt er eine Meldung. Und dann muss er beweisen, dass er doch das angepflanzt hat oder ausgesät hat, was er auf gut Deutsch erlaubterweise anpflanzen darf. Und kleine Randbemerkung, wenn per Satellit die Felder überwacht werden können, kann auch alles andere überwacht werden. Ganz einfach. Gut, zurück zum Thema. Erweiterte Uferabstände je nach Hangneigung. Das ist im Grunde auch so eine scheibchenweise Enteignung. Man, es macht Sinn, dass ich das Feld oder auch meine Wiese nicht ganz bis zum Ufer dünge, damit dann halt der Überschuss oder Fremdeintrag ins Gewässer nicht so stattfindet. Aber das, was hier passiert, ist eine ganz lustige Geschichte. Kann man es sehen? Ja, ich bin hier schon leider nicht so gut unterwegs. Also wenn ich eine flache Ebene habe, habe ich einen Meter. Je steiler es wird, sprich je schwieriger ich ohnehin mit meinem Grund unterwegs bin, umso mehr Abstand zum Ufer muss ich haben. Also wenn ich jetzt einen Schwarzwaldbauer habe, der eigentlich nur Steillagen hat, dann gibt es zwar wieder Ausgleichszahlungen für erschwerte Lagen, aber das Gold ist einfach nicht auf. Dann muss ich bis zu 5 Meter Abstand zum Ufer halten, muss das aber begrünen. Ich darf es nur nicht düngen. Und wie soll da was wachsen? Ja, da wächst schon was. Aber nichts, was mir den Eiweißgehalt bringt, dass das, was ich meine Vorderwälder oder Hinterwälder gut an ihre Milchleistung bringen kann. Und bei der Milchwirtschaft ist es ja so, dass die Bewertung meiner Milchqualität auf Milchzucker und vor allem auch auf Eiweiß abgestellt ist. Das heißt, je höher der Eiweißanteil ist, umso mehr kriege ich von der Molkerei. Das muss ich natürlich über das Futter steuern. Idealerweise haben wir vernünftig gedüngte Wiese, wo man halt auch Weiß fällt, wo ich halt dann zufütter und kann es über die Düngung steuern, über den Wirtschaftsdünger, sprich über den Mist, den ich selber produziere und die Auge. Oder wenn ich sehe, das reicht nicht aus vom Nährstoffgehalt, dann muss ich halt Dünger zukaufen. Also, gesagt einer, mir wurde erklärt, zu viel versiegelte Fläche am Grundstück durch Satellitenaufnahmen. Ja. Ja. War halt mal jetzt gerade ins Kommentar. Ja. Trifft zu. Versiegelungsflächen sind auch so ein heißes Thema. Komisch, bei Windindustrie fliegt da keiner danach, wenn da hektarweise der Waldboden versiegelt wird. Und wenn ich als Landwirt eben Flächenversiegelung mache, dann zahle ich halt in der Regel auch einen höheren Preis für Abwasser, soweit ich weiß. Trifft aber auch jeden Privat an. Also wir haben leider, ja, wir haben das Anwesen gekauft, da war der Hof schon versiegelt, also wir zahlen halt dann mehr als die anderen, die meinetwegen Rasenuntersteine oder sowas haben. Aber ich sag, bei den Industrieanlagen ist das alles überhaupt kein Thema. Da wird versiegelt auf Teufel komm raus.
Es wird auch so diese Überschwemmungsereignisse, Starkregenereignisse verschärfen, weil die Versickerungsflächen im Wald natürlich fehlen. Also das Ahrtal ist meiner Meinung nach mit auch die Katastrophe noch angeschoben worden durch diese Windindustrie versiegelten Flächen. Es hat wochenlang geregnet. Normale Versiegelungsfläche, die vor 20, 30 Jahren noch da war, war nicht mehr da. Das heißt, das Wasser ist halt dann Richtung Tal runter. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kam auch dazu, dass es eine Regelung gibt, dass ich das Unterholz aus dem Wald nicht mehr rausräumen darf. Und dann ist die Ahr dann über die Ufer getreten, es hat dieses ganze Unterholz mitgenommen an den Brücken, hat sich gestaut und irgendwann ist die Brücke nach. So, herzlichen Glückwunsch. Viele haben es im Leben bezahlt. Gut, zurück zum Thema. Wir sehen, je steiler mein Mann, also je schwieriger mein Grundstück zu bewirtschaften, umso mehr Abstand zum Gewässerufer muss ich auch noch einhalten, damit Nitrat einfach verbinden wird. Jo, Kritikpunkte an der Beurteilung der Nitratherkunft. Da will ich mal ein bisschen was zusammenstehen. Die Einträge aus Kläranlagen werden in der Gesamtbetrachtung nicht ausreichend mit eingezogen. Ja, beispielsweise in Berlin auch, ganz Berlin ist im Grunde ein rotes Gebiet und wer sich ein bisschen mit dem Kläranlagensystem von Berlin auskennt, der weiß, dass es mit Sicherheit nicht der Landwirtschaft auch zu rechnen ist, sondern weil deren Kanalisation einfach Schrott ist. Also die ist durchlässig im Prinzip und geht dort alles ungefiltertes Grundwasser rein. So, und in Deutschland wird im Gegensatz zu anderen EU-Ländern nur das oberflächennahe Grundwasser gemessen. Die anderen mischen praktisch die Werte, die gehen dann auch in die Tiefe und zählen das zusammenhangende Durchschnittswert. Und wir messen natürlich nur das Oberflächenwasser, was unter Umständen gar nicht in den eigentlichen Grundwasserkörper kommt. Jo, und die Einstufung der roten Gebiete ist natürlich von Kanton zu Kanton, aber besser gesagt von Bundesland zu Bundesland unterschieden. Das heißt, wenn du das Pech hast mit der grünen Regierung, dann wird es anders gehandhabt als mit einer anderen Landesregierung. Ja, pauschale Verdächtigungen, wir hatten es ja am Anfang, dass die Bauern für alle schuld sein sollen. Also soll das Wasser angeblich vergiften, soll dann angeblich die Böden vergiften und so weiter. Und ich kann euch sagen, alle Bauern, die ich kenne, also alle sind ja meistens familiengeführte Anwesen. Die wollen ihr Anwesen, ihren landwirtschaftlichen Betrieb an die nächste Generation weitergeben. Die werden auch mit Klammerbeutel gepudert, wenn sie ihre eigenen Höhen und ihr eigenes Grundwasser vergiften würden. Also das ist die totale Farce. Genau. Und die Landwirte bleiben bei der Diskussion und Analyse des Problems außen vor. Da gibt es Aufnahmen von recht und auch in digitalen Medien einstellenden Landwirten, die filmen regelmäßig dann auch so Abwasserflüsse von Rohstätten und sehen, wie auf gut Deutsch die Scheiße ungefiltert da durch den Kanal geht, aber der Landwirt soll schuld sein, dass da die Nitratwerte zu hoch sind. Das ist wirklich teilweise echt bescheuert. Ja, die Auswirkungen dieser verschärften Düngeverordnung. Ich habe natürlich, wenn ich nicht so viel düngen darf, wie die Pflanze eigentlich braucht, sei es Wiese, sei es Nutzpflanze, geringere Erträge pro Hektar. Ich habe zusätzliche Melde- und Dokumentationspflichten. Ich muss beispielsweise spätestens 2 Tage, nachdem ich Dünger ausgebracht habe, egal ob es jetzt Feststoff, flüssig oder sowas ist, muss ich das dokumentieren. Der Gülletourismus, sagt es irgendjemand was? Gülletourismus heißt, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, habe aber keine ausreichenden Flächen, um das, was ich als Wirtschaftsdünger auf dem Betrieb habe, sei es Kompost, sei es Jauchegülle, sei es Feststoffdünger, dass ich das auf die Flächen ausbringen kann. Dann gibt es vielleicht ein Nachbarbundesland, ein Betrieb, der hat noch Kapazitäten. Ja, dann wird es halt rübergefahren. Oder Nachbarland. Oder Nachbarland. Das zu uns rüberbringen. Das weiß ich jetzt nicht, ob die Schweiz zu uns die Gülle exportiert, keine Ahnung. Ja. Aber wenn wir hier rotes Gebiet sind, dann gibt es, glaube ich, keine Abnehmer. Vielleicht fahren sie dann auch weiter. Also ja, das sind natürlich gepachtete Felder. Ne? Sind gepachtete Felder. Die sind ja eigentlich aus dem Bodensee raus. Das ist ein interessanter Hinweis. Also Schweizer Bauern pachten hier Felder. Ja, und fahren die Schweizer Gülle auch hier in Deutschland gepachtete Felder. Okay, interessant. Ich werde mal schauen, ob die dann praktisch... Und wegen der Subventionen vom eigenen Staat. Ja, logisch. Ja. Die haben ja alle gefragt, wie meine Schweiz noch kann. Ja. Früher war auch das Thema Klärschlammausbringung auf den Feldern. Das braucht jetzt nur die Kleinbauer mehr, weil, wie gesagt, wir haben ja auch schon teilweise viele Tourismus, müssen den Mist irgendwo hinbringen, weil ich limitiert bin, wenn ich meine Felder und Wiesen in dem roten Gebiet habe. Muss halt gucken, wie ich die Scheiße irgendwie wegbringe. Und dann passiert halt sowas. Wo geht der Klärschlamm jetzt hin?
Der wird verbrannt. Also soweit ich informiert bin, wird überwiegend den Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Ja, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Oder Sie fahren es momentan vor das EU-Parlament nach Brüssel. Ich höre mich nicht widersprechen, aber ja. Ja, und dann zu wenig Nitrat im Grundwasser oder auch im Bodensee. Ich habe da mal mit Bodenseefischer gesprochen, wie die Fischbestandsentwicklung der letzten Jahre. Diese Saison oder dieses Jahr Fältchenangelverbot, das heißt die Fältchen, die im Restaurants am Bodensee diese Sommer verspeist werden, werden aus Kanada importiert. Super! Ja, Schiffelfen am Bodensee. Die Fische verhungern. Ja. Die Fische im Bodensee sind verhungern. Also, sie haben keine Nahrung mehr. Die Raubfische nicht, weil das sind keine Vegetarier, aber die anderen, die halt sich vegetarisch oder vegan ernähren, die finden nicht mehr genügend Pflanzen, weil der See so sauber ist. Jetzt müsste ich mich mal outen, und zwar als Ex-Zivildienstleister der Deutschen Umwelthilfe. Ja. Ja, daher kommt auch das Wissen. Also in den 80er Jahren war es so, dass der Bodensee eigentlich fast umgekippt ist. Ja. Er war wirklich grasgrün, oder? Und dann haben sie angefangen, dann praktisch die Kläranlagen um den See herum zu bauen. Ja. Das war dann auch so mit der Zeit ein bisschen, wo die Bodensee-Wasserversorgung ausgebaut worden ist. Ja. Genau. Und man hat dann, ich sag mal, die Auswirkungen gesehen, oder? Also 84, 85, ich war mit meinem Vater selber auf dem See, wir haben an einem Abend, wir haben wirklich 350 Kretzer rausgeholt, ja, zum Viert. Ja. Ja. Das waren aber dann so wirklich so Geräte von 20 Zentimeter. Ja. Ja. Wir haben also wirklich dann 4-5 Kühltruhen voll gehabt von den Dingern. Über ein Jahr lang dann gefuttert, ne? Ja, klar. Also, und das ist Wahnsinn. Und es ging dann aber tatsächlich wieder zurück, oder? Und ich habe schon so genau gehört, in den Zellen, ja, also um die Jahrtausendwende herum, es gab tatsächlich Probleme. Da hat es dann schon wirklich angefangen, dass die Fische wirklich nichts mehr gefunden haben, weil der See tatsächlich zu sauber war. Ja, ja? Ja, ist so. Also man kann es auch übertreiben und dann hat man solche Effekte. Also das ist eben genau das, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Es gibt Maßnahmen, die gehen auf echten Umweltschutz massiv vorbei, die richten eher mehr Schaden an. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo Flächen aus Kanada. Ja, das ist ja, aber Flächen aus Kanada, ja. Da können sich ja sonst nicht sagen. Dürfen die vorher noch vom Bodensee schwimmen, oder damit sie wenigstens Wasser mal in Kontakt haben, oder kommen die gleich in die Pfanne? Scherz. Okay. Wie gesagt, zu wenig Gefahren im Grundwasser sorgt gegebenenfalls für weitere Probleme. Wahrscheinlich kommen sie in den Fischturm, keine Ahnung. Genau. Flächenstilllegungspflicht, die verdeckte Teilten einigermaßen Grund ja auch die erhöhten Uferabstände ja auch sind. Also ein Stück Grund oder eine Wiese, die ich pflegen muss, aber den Nutzen darf bzw. den Ertrag nicht erwirtschaften darf, die Fläche hergeben würde, ist halt einfach für den Betrieb, der überleben soll, der vernünftig wirtschaften soll, Nonsens. Das ist momentan eben in der Diskussion. Also 4% Ackerland. Es ist nicht so 4% von meinem Grund, dass ich sage, okay, da habe ich eh Flächen, die weniger abwerfen, sondern vom Ackerland, also von Filetstück praktisch, sollen die Landwirte stilllegen. Sollen sie aber weiterhin pflegen. Also ich habe einen Aufwand, habe aber keine Ertrag mehr davon. Da gab es jetzt natürlich europaweit, kommt ja wieder aus der EU, massive Widerstände, quer durch sämtliche Länder. Es ist ja nicht so, dass die Bauern nur in Deutschland demonstrieren. Es wird natürlich in den Medien wenig dargestellt, was tatsächlich abgeht. Also das sind inzwischen, glaube ich, schon 7 oder 10 Länder, wo überall die Bauern demonstrieren, und ich sage inzwischen auch zu Recht. Also diese 4% Flächenstilllegung wäre im Grunde für viele kleine und mittlere Betriebe auch dann das Todesurteil. Jetzt haben sie auch die grandiose Idee, statt dieser Zwangsbrache, wie es auch heißt, 7% sollen stickstoffbindende Pflanzen, Linsen, Erbsen und Zwischenfrüchte anbauen. Auch als Grünübung. Nur, was brauchen diese Eiweißpflanzen? Also Linsen, Erbsen sind ja Eiweißpflanzen. Was brauchen die für Böden? Da, wo ich herkomme, schwerer Ackerboden, Lehmboden, das sind teilweise noch Tonblumen, da wächst das Zeug nicht. Da habe ich Grünland und habe Mais. Also Silomais, nicht Körnermais, wie hier bei uns im Rheintal. Das wächst dort. Aber Linsen, Erbsen, vergiss es, das gibt der Boden nicht her. Aber es sind wieder typische EU-Entscheidungen, wir machen hier so sozialistisch, kommunistisch, landwirtschaftsmäßig. Und dann kommt sowas dabei raus. Jo, Pflanzenschutzmittel werden auf diesen Flächen natürlich dann nicht erlaubt. Also so viel zum Thema. Ja, der Vollständigkeit halber gehen wir jetzt nochmal auf die Kfz-Steuer und Agrarzulrückerstattung ein.
Die Kfz-Steuer-Thematik haben sie ja zurückgenommen. Warum zahlen die Landwirte keine Kfz-Steuer für ihre Maschinen? Das ist das grüne Nummernschild, das manchen vielleicht bekannt ist von den Landwirtschaftsmaschinen. Die Besteuerung von Kraftstoffen dient zum Erhalt und zum Ausbau von Straßen. Das sind aber die Landwirte in der Regel nur, wenn sie vom Hof zum Feld fahren, unterwegs sind. Großteil, der Löwenanteil, machen die natürlich, machen die natürlich mit ihren Maschinen im Wald, auf der Wiese und auf ihre Betriebsflächen. Genau. Schutz der Landwirte im internationalen Wettbewerb als verantwortlich für unsere aller Lebensgrundlage. Junge an Landwirt, hast du nichts zu beißen. Wir kommen später noch auf eine Folie, was wir selbstversorgungsbedarf bei verschiedenen Produkte haben. Momentan noch. Die Zahl, glaube ich, aus 22, also ich denke jetzt 24 wird sich schon wieder deutlich verschlechtert haben. Es gibt sogar, das ist ein Zitat vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, die Absicherung einer ausreichenden Versorgung ist praktisch Staatspflicht. Also der Staat, die Regierung hat die Aufgabe, für ausreichend Lebensmittelversorgung im Land zu sorgen. Und die Maßnahmen, die aber jetzt hier angestrebt werden, wobei es in Holland fast noch krasser abgeht, da werden ja die Landwirte praktisch genötigt, ihre Höfe stillzulegen und zu unterschreiben, dass sie nie, nie, nie wieder Landwirtschaft betreiben. Also die wollen praktisch die Lebensmittelversorgung künstlich verknappen. Und alles für, glaube ich, kurz Blümchen, wie sie immer sagen. Also völliger Schwachsinn. Und dann heißt es ja auch, wir sollen mehr vegan und vegetarisch essen. Ja, wo wollt ihr das denn anbauen? Wo wollt ihr denn diese ganzen Soja und Weizen und dann was weiß ich anbauen? Nicht jeder Boden ist geeignet dafür. Und Weizen haben wir es vorhin gehabt, Düngeverordnung. Und Weizen wird in Zukunft aus dem Ausland kommen, mit den entsprechenden Belastungen, wie jetzt beispielsweise auch Schlussgetreide aus der Ukraine, wo Stoffe halt mit drin sind, die sind ja seit 20, 30 Jahren verboten, aber über die Ukraine kommt es halt jetzt rein. Ja, es gibt noch was anderes momentan, was im Umlauf ist. Die Planung über hydroponische Kulturen. Ja, super. Ja, also das Wachsen mit Vertikalkulturen direkt aus Fabriken heraus. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, wenn ihr nur noch irgendwie, ich sag mal, einen Nährstoff habt, der aus Wasser und Düngemittel besteht. Mhm. Ja. Und dann halt eben, sag mal, der Rest, was halt eben noch mitgeliefert wird im Essen, dann halt eben fehlt. Ja. Vor allem das wahnsinnige Energieintensiv. Ja. Ich muss ja das alles beleuchten, ich muss das steuern, das sind Energiefresser hoch rein. Also da habe ich lieber ein Feld, wo die Sonne, der Wind, die Witterung ihren Teil dazu beitragen und wo meine Feldfrüchte wachsen können und auch meine Wiese, wo ich meine Viecher dann praktisch walten lassen kann. Also wenn ich so eine Laborzucht mache, wo wichtige Faktoren wie die Sicherheit auch qualitätsbildend sind, einfach außen vor gelassen werden. So, Agrarnis- und Rückerstattung, es ist keine Subvention. Warum ist keine Subvention? Subvention heißt eine laufende Zahlung ohne Gegenleistung. Dann ist es eben beim Agrarnis oder bei der Rückerstattung nicht. Es wird natürlich gerne hören, die Bauern haben wieder so viele Subventionen und so weiter, aber es ist in dem Fall keine Subvention. Der Ablauf ist wie folgt. Ich zahle als Bauer erstmal komplett den ganzen Dieselpreis. Und dann habe ich im September einen Stichtag, bis dahin muss der Antrag eingereicht sein, dass ich einen Teil der Energiesteuer zurückerstattet bekomme. Ich bekomme also nicht den Dieselpreis zurückerstattet, sondern nur einen Teil der Energiesteuer. Deswegen war vorhin auf der Grafik der Balken von der Agrarnis- und Rückerstattung auch so klein, weil es ein Bruchteil dessen ist, was ich tatsächlich als Landwirt zahle. Und da gibt es unterschiedliche EU-Länder. Da gibt es EU-Länder, die das unterschiedlich handhaben. Deutschland liegt mit dieser Rückerstattung so ein bisschen im Mittelfeld. Und auch welche, die zahlen mehr als Landwirte, dafür haben wir andere Erleichterungen. Aber es ist, wie gesagt, keine Subvention. Ich muss das auf Antrag nachweisen. Das habe ich von Agrarhandel gehabt und dann kriege ich einen Teil, so noch nicht mal die Hälfte der Energiesteuer zurück. Und die CO2-Steuer fällt natürlich auch auf den Diesel an, den die Bauern verbrauchen. Ganz klar. Also da ist man schon mal teurer geworden. Jo. Warum ist die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig? Stichwort Selbstversorgung. Wir haben hier verschiedene Balken. Selbstversorgungsgrad. Ganz links sind wir, da muss ich es hier ablesen, mit den Serverglatsch, genau.
Ganz links haben wir Kartoffeln. Also wir sind die Kartoffelkönige, da haben wir 130% Selbstversorgungsgrad. Dann kommen wir erstaunlicherweise zum Zucker, 147% und Fleisch mit 116%. Und Getreide sind wir noch bei 109% und dann geht es weiter runter. Und die beiden ganz rechts, hier, das ist Obst und Gemüse, aber wir sollen alle vegan und vegetarisch schwimmen. Herzlichen Glückwunsch. Weiß ich nicht, was sag ich jetzt mal. Das ist es, was wir an Obst und Gemüse Selbstversorgungsgrad haben. Aber wir sind alle vegan. Ja. Macht mich total. So. Fazit: Das, was im Automobilbereich das Feindbild Verbrennermotor ist, ist im Lebensmittelbereich der Landwirt. Zumindest hat man das versucht, die letzten Jahrzehnte wirklich systematisch auch so aufzubauen. Man kriegt EU-Verordnungen ohne Sachverstand. Man kriegt Ideologie statt Wissenschaft, haben wir beim Verbrennermotor auch. Und wir haben durch die entsprechende Marketingaktion, die seit Jahrzehnten läuft, fehlgeleitete Verbrauchansprüche. Also ich behaupte, meine rein vegane Ernährung ist nicht unbedingt gesünder als eine gute Mischkost. Kann natürlich jeder halten, wie er es für sich für richtig hält. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich war ja auch mal Vegetarier, klar, man macht ja auch so seine Dummheiten, mehr als nicht auch dort vegan, kann ich mir auf gut Deutsch gerade vorstellen. Was bei den veganen Produkten auch ist, dass dieser Nachbau ist, ich habe ja mal auch Vertriebsleitung in einer Käsefirma gemacht, da hatten wir von der Biofachmesse auch mal als Neuheitenprodukt einen veganen Käse mitgegeben bekommen vom entsprechenden Hersteller. Und wie wir den verkostet haben, habe ich dann eine umgedrehte Zutatenliste und da stand an dritter Stelle Gummi Arabico. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber ich kannte es halt aus meiner Ausbildungsfirma vor vielen Jahrzehnten. Das war das Zeug, mit dem wir Briefmarken geklebt haben. Und ab dem dritten Posten, weil es geht ja immer nach Anteil in der Gesamtmenge, also das drittstärkste Anteil in diesem veganen Käse war halt Gummi Arabico. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt eine Hälfte und wir haben den auch in den Sortiment aufgenommen. Also was bei veganen Produkten halt auffällig ist, es fehlen halt einfach die naturgemäßen bei Mischkost oder auch bei Fleischprodukten oder auch bei Milch, diese Bindemittel und dann muss ich das künstlich halt irgendwie zusammenpumpen. Und das kann nicht so sein. Also muss jeder für sich selber entscheiden, aber der vegane Käse, der hat echt den Rest gegeben. Genau. Wir haben wie überall in jedem Bereich, wie gesagt, ist im Sozialismus und überbordenden Bürokratie. Und man hat es ja gesehen, die letzten Jahrzehnte wurden die Landwirte immer als Prima einer Nation hingestellt. Deswegen hat es mich auch bei diesen Bauerndemos wirklich gewundert, dass die Unterstützung und die Zustimmung aus der Bevölkerung so stark war. Weil das, was Jahrzehnte jetzt eigentlich schon als Anti-Bauern-Marketing-Laufer ist, hätte eigentlich eine andere Reaktion bringen müssen. Aber das Gegenteil war der Fall und ich glaube, dass gewisse Regierungskreise nicht damit gerechnet haben, dass die Unterstützung aus der Bevölkerung für die Landwirte so groß ist. Ja. Und, wie gesagt, Deutscher Bauernverband sitzt mehr oder weniger bei den Regierungsleuten auf dem Schoß. Deswegen haben sich ja auch neue Organisationen gegründet, wie jetzt Landwirtschaft Verbindung, die ja die aktivsten waren, oder auch die Freien Bauern. Und ich weiß nicht, ob der Deutsche Bauernverband in Zukunft eigentlich auch noch so viele Mitglieder haben wird. Was ein wichtiger Punkt ist, bei den Landwirten keine Planungssicherheit. Beispielsweise an Bindestall. Es gab die Regelung, Übergangsfrist bis zum Jahr X muss jeder Stall auf Freilaufboxen umgestellt werden. Kleinere Betriebe haben dann natürlich gesagt, okay, es lohnt sich nicht, einen Neubau mitzustellen für 1,2 Millionen, weil ich brauche den Platz, ich brauche den Bau, ich höre auf. Also das hat dann schon wieder kleine Betriebe genommen. Dann habe ich meinen Neubau hingestellt und dann kommt 5 Jahre später eine Neuauflage, sodass ich beispielsweise auch meinen Boden wieder rausreißen kann. Weil statt Spaltenboden muss jetzt dann praktisch eine Gummimatte hin oder irgendwas anderes. Das heißt, die Zeitfenster, wo ich meine Investition amortisieren kann, also die erreiche ich gar nicht, weil zwischendrin wieder eine andere Regelung kommt und ich habe eine Übergangsfrist, um meinen Stall dann wieder umzureißen und umzubauen. Also die Planungssicherheit ist in den letzten Jahren extrem zurückgegangen. Normalerweise hat eine Generation Stall gebaut nach dem neuesten Stand, die nächste Generation hat dann am neuesten Stand ihren Stall gebaut oder umgebaut. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, ich muss in viel kürzeren Zeitabständen investieren und habe aber gleichzeitig zurückgehende Erträge. Wer entscheidet denn sowas? Ja, unser Landwirtschaftsministerium oder die EU. Ja, ich meine, nach 5 Jahren einen Gummiboden rein
Also, ja, das war jetzt ein Beispiel. Naja, rein von der Machart, ja. Kein Problem. Ja. Ja, aber in 5 Jahren ist so ein Stall für 1, weiß ich gar nicht, wie Millionen gezahlt. Wo soll die Kohle herkommen, wenn keine Erträge reinkommen? Ja. Ja. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir Steuern und Abgaben Last hätten für alle Bürger, dann bräuchten wir auch keine Subventionen mehr. Und wir haben ja zu Beginn gesehen, wer ist der Hauptprofiteur von solchen Subventionen? Das ist nicht der familiengeführte landwirtschaftliche Betrieb. Das sind die Holdings, das sind die ganz großen, die ganz großen. Und die eigenen Staatsbetriebe, mein Landwirtschaftsministerium und so weiter, kassiert mit 2 Stunden Millionenbeträge. Das ist doch kein landwirtschaftlicher Betrieb, der hier Lebensmittel und Futtermittel holt. Da geht die Reise hin. Jo, heilerlei. Die Situation von Bauern in der aktuellen Lage. Der Handel will immer viel billigere Preise haben. Und von der, jetzt ist mal von der anderen Seite, werde ich ständig abschließen, dass ich umweltfreundlich, klimafreundlich und sonst was produzieren soll. Und damit sind wir jetzt, vielen Dank für die Geduld. Kommentar war gerade eben, tolle Frau, schöne Grüße. Danke. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ja, ah, super, Rosa. Das war, also manchmal war es mir schon zu schwer zu verstehen. Ne? Ja, also es ist sehr komplex. Ich habe es auch versucht, so einfach wie möglich zu halten. Ja. Aber es ist halt nur die oberste Schicht angerissen, was in der Landwirtschaft seit Jahren so abgeht. Ja. Und ich sage gerade auch das Thema Brotgetreide, da war ich richtig schockiert, weil Brotgetreide hat ein anderes Eiweiß-Kleber-Verhältnis als wie Futtergetreide. Und wenn ich durch die Düngeverordnung praktisch gehindert werden, überhaupt Brotgetreide anzubauen hier in Deutschland, dann ist es meiner Meinung nach genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die Regierungsaufgabe ist, nämlich die Lebensmittelversorgung des Landes der Bevölkerung sicherzustellen. Die macht das Gegenteil davon. Ich meine, offensichtlich die Lebensmittel reduzieren. Ja, guck dir die Preissteigerung an. Ja, ja. Guck dir die Preissteigerung an. Also, ich bin ja auch einer, der geht halt zum Aldi und jetzt nicht zum Feinkostkäfer, weil ich bin relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und ich sage, okay, immer wieder mal was gönnen, aber vernünftig wirtschaften. Und das, was ich vor 3 Jahren für den gleichen Warenkorbinhalt bezahlt habe, das hat sich ja schier verdoppelt vom Preis her. Ja. Gerade die Grundnahrungsmittel, also Milch, Butter, Brot, Käse, das ist ja Irrsinn, was das inzwischen kostet. Und jetzt jammer ich ja auf hohem Niveau, klar, weil wir haben ein gutes Einkommen und gehe auch noch arbeiten. Aber meine Schwester ist alleinerziehend mit 2 Kindern, wo eins davon in der Ausbildung und das andere im Studium ist. Mega Beitrag, vielen Dank. Ja, und die Leute wissen ja auch gar nicht, wenn sie, also sowas jetzt für mich, wenn ich jetzt einkaufen ging und ich glaube, ja, das ist ein bisschen teurer geworden, dann werden die Bauern halt auch ein bisschen mehr dafür kriegen. Nächste. Ja, die Holdings kriegen mehr. Woher lieben zu scherzen. Ganz genau. Ich war, wie gesagt, zur Betriebsleitung beim Käsehandel. Die Frischmilchkontrakte mit all den Lidl, mit den ganzen Lebensmittelhändlern, die werden alle 4 Wochen neu ausgehandelt. Alle 4 Wochen sitzen die zusammen und sagen, über nächsten Monat zahlen wir euch Landwirte pro Liter das oder das. Und glaubt mir, die wissen ganz genau, wie die Gesamtsituation auf dem Milchmarkt jeweils ist. Wenn bei irgendeiner Molkerei der Trockenturm ausfällt, sodass kein Milchpulver produziert werden kann und ich die Frischmilch praktisch loswerden muss, dann sind das die Ersten, die sagen, wir drücken den Preis. Ja. Ja, wir drücken den Preis. Und dann sind wir jetzt eben bei der vorletzten Folie hier, Handel will immer günstigere Preise haben und der Landwirt kann gucken, wo er bleibt. Weil ich kann bei der Kuh, ich habe keinen Schalter oder ich kann Schwanz nicht umdrehen, sondern nach dem Motto, produziere jetzt mal einen Monat lang nichts, geht mir nach. Und dann haben wir natürlich auch die globale Situation, gerade in der Milchwirtschaft. Also Milch wird teilweise über Strecken verschifft oder auch verfrachtet. Da kriegst du die Flocken. Ich glaube, es kann nicht, wo in Europa überall unsere Milch unterwegs ist. Oder auch die Milch anderer Länder, wie es hier noch herkutschiert wird. Ich fand es lustig, in den 1980er Jahren, da gab es die Regelung, Milch in fester Form, wenn die außerhalb der EU transportiert wird, also verkauft wird, dann gibt es halt mehr Subventionen, also wenn ich Frischmilch aus der EU exportiere oder raus exportiere. Eine Molkerei hat feste Form ganz ernst genommen, die hat die Milch eingefroren, hat die volle Subvention kassiert. Gemeint war natürlich Milchpulver, ne? Aber feste Form ging nur, war absolut legal, bis der halt die Lüge geschossen hat. Aber der hat wirklich hektoliterweise hat der Milch eingefroren und dann exportiert, bekam die volle Subvention.
Gab es dann nicht auch mal so eine Geschichte, wo die mal so Butterberge da vernichtet haben? War das nicht auch so Ende der 90er oder was war das? Laut sprechen, ne? Die Brücken. Das war in den 1980er, Anfang 1990er Jahren, diese sogenannten Butterberge und Milchseen. Ja? Das war eigentlich das Ergebnis fehlgeleiteter EU-Subventionen. Du bekamst ja per Großvieheinheit, sprich per Kuh, bekamst du deine Subvention. Das heißt, je mehr Kühe du im Stall hast, umso mehr Subventionen bekommst du. Also diese ganze Subvention-Unwesen-Geschichte, das soll ja marktsteuernd sein. Aber das ist so typisch für den Jahresplan kommunismusmäßig und es wird immer scheitern. Weil es öffnet natürlich auch Missbrauch Tür und Tor. Und wenn ich, wie gesagt, einen Stall baue für 1,2 Millionen, für so und so viel Stück Großvieh, also sprich Kühe, dann ändert sich die Subventionslage, dann habe ich mein Investment, dann habe ich meine Tiere im Stall. Sobald sich die Subventionslage zum Nachteil ändert, sprich ich keine Großvieheinheit, mal nichts mehr rechnen kann, weil gekürzt wird die Subvention oder weil gerade was anderes subventioniert wird, dann muss ich meinen Tierbestand unter Umständen abbauen. Dann gibt es eine Kettenreaktion, dann ist auf einmal zu viel Fleisch auf dem Markt. Ja, weil jeder versucht, seinen Bestand abzubauen. Dann kommt noch die Witterungsgeschichte, wenn ich ein schlechtes Erntejahr habe. Wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, das wärmste Jahr seit Aufzeichnung oder seit Wetteraufzeichnung. Hat man denn viel gespürt? Also außer, glaube ich, in der Rheinebene von Karlsruhe bis Waldshut runter ist jedem Landwirt das Feld absoffen, wenn er Getreide angebaut hat. Also auch bei meinem Bruder vor dem Haus, da hast du zugucken können, wie das Getreide verfault, weil Böden so gesättigt waren, so nass waren, dass du nicht ernten konntest. Es gab Bilder dann auch von Norddeutschland. Da sind die Maschinen einfach stecken geblieben. Die haben versucht zu dreschen, da ist der Mähdrescher stecken geblieben, musste mit dem Radlader rausgezogen werden, mussten zugucken, die ihnen das Getreide verfault. So, und die einzige Schiene sagt 10, also gerade die Ecke bei uns im Rheintal von Karlsruhe bis runter Waldshut, die haben genau noch das Zeitfenster erwischt, wo das Getreide gerade noch rechtzeitig reift, um wirklich gut nach Hause gebracht zu werden. Und ich habe eben auch am 8. Januar mit Bauern gesprochen, die Getreide anbauen. Die haben gesagt, also letztes Jahr können wir zufrieden sein, da haben wir gute Umsätze gemacht. Ist klar, weil der Rest vom Land ist absoffen. Und da bist du natürlich abhängig, ganz klar. Und dann auf der Landwirtschaft noch mit dieser absurden EU-Gesetzgebung, die dann natürlich in nationales Recht umgesetzt werden muss, zusätzliches Leben schwer zu machen, wir riskieren unser aller Lebensgrundlage. Und das auf dieser Ideologie. CO2 wäre ein böses Klimagas und wir müssen CO2 reduzieren. Klimawandel gibt es, seit es die Erde gibt. Und warum konnten die Wikinger ihre Feindfahrten machen? Warum haben sie Grönland gesiedelt und dort Ackerbau und Viehzucht betrieben? Ja, weil Grönland eisfrei war, weil es mehr eisfrei war. Es war eine Warmzeit. Wir gehen jetzt eigentlich aus einer Eiszeit raus, aber das interessiert ja nicht, das wäre ja wissenschaftlich. Ja. Weitere Fragen? Ja, klar. Ja, interessant finde ich natürlich auch ich komme nochmal auf die Milchwirtschaft zurück, die Einkaufspreise und die Verkaufspreise, da tun mir dann immer die Filialisten und die Konzerne so leid, weil die ja so viel für 100 Liter Milch bezahlen müssen. Wahnsinn. Und wir so wenig im Regal. Sie kennen die Zahlen sicher besser als Sie. Ne? Also die aktuell muss ich passen, weil sie hat, wie gesagt, 20 Cent rauf und runter spielt aber, glaube ich, keine Rolle. Ich glaube, der Landwirt kriegt aktuell im Schnitt, wenn er jetzt bei der Schwarzwaldmilch ist, kriegt er ein bisschen mehr, soweit ich weiß, weil die ein ganz gutes Marketing haben und ihre Marke gut umsetzen können. Nageln Sie mich nicht fest, ich schätze, kriegen die Landwirte momentan irgendwas zwischen 32 und 37 Cent pro Liter. Weniger. Weniger inzwischen? Ja. Ja, okay, dann habe ich keine aktuellen Zahlen, muss ich passen, sorry. So, wenn man das jetzt umlegt, mit der ganzen Kalkulation für den Handel, dann tut einem das richtig leid, wenn man sieht, dass wir alle Firmen, die ja alles herschenken, mit ihren 40 Milliarden Vermögen, ich meine, aber dieses Gefälle, ist das eigentlich beim Fleisch auch so? Oder beim Getreide? Also bei der Milch war es sogar so, dass es teilweise unter 2 Euro auf 100 Liter war. Ja. Extrem. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Die Sehnsatz von guten Börsen. Getreide ist extrem witterungsabhängig. Ja. Deswegen waren letztes Jahr die Getreidepreise relativ hoch.
Was auch noch dazu kam, dass aufgrund der hohen Gaspreise viele Düngemittelfabriken reduziert oder Produktion eingestellt haben. Da sind die Düngerpreise durch die Decke gegangen. Das konntest du gar nicht richtig kalkulieren als Landwirt. Und die Spanne jetzt bei Fleisch, wie gesagt, das wäre, glaube ich, ein abendfüllendes Thema, dann auch noch mal separat zu diskutieren. Da müsste ich ehrlich gesagt schlau machen, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Also ich komme ja aus der Milchwirtschaft und da bin ich ein bisschen viel drin. Ich dachte, sie wären noch bei 35 Cent, aber wenn das eh schon wieder im Keller ist, ja, bitte schön. Ich habe mal kurz eine Frage mit den Hektarpreisen. Warum sind denn da so Unterschiede von Bundesland zu Bundesland? Hat das geht einmal an der Bodenqualität und dann natürlich an der Nachfrage. Sie haben ja in Nordrhein-Westfalen, das ist am dichtesten besiedelte Bundesland der Deutschen Republik. Das heißt, Sie haben da die Konkurrenz vom Wohnungsbau, vom gewerblichen Bau und Ackerland. Und dann steuert die Nachfrage natürlich den Preis. In Bayern ist es ähnlich. Und dann, je nachdem, wie die Besiedlungsdichte ist, wie der Wohnraumbedarf ist, dann ist halt Thüringen ein Land günstiger als wir jetzt Bayern und Nordrhein-Westfalen. Also da lohnt sich es dann richtig. Ja. Wollt noch jemand was zu trinken bestellen? Cola-Weizen. Ja, was momentan auch betrieben wird, ist eigentlich, man baut ja überwiegend Mais an. Ja. Ja. Aber gerade irgendwie nicht, um den Mais irgendwie und, direkt als Futter zur Verfügung zu stellen, sondern für Biogasanlagen. Ja. Ja. Also das Ding wird dann praktisch in den Silo reingeschmissen oder befeuert. Oder? Und ja, den Rest kann man sich ja vorstellen. Oder? Also eine der größten Anlagen momentan, die wir hier im Süddeutschland haben, ist, die steht unten im Frühdorf. Du müsstest trinken, aber ich glaube, es sind so alle 30 Megawatt, was sie leistet. Ne? Dementsprechend, ich war mal da gewesen, also 87 Uhr sind es auf jeden Fall. Ne? Dementsprechend, das ist natürlich wirklich ungeheuerlich, was da. Wobei ich das jetzt auch ändern dürfte, weil die Subvention für Biogasanlagen zu viel fahren wollte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch welche gibt oder ob die jetzt komplett abgeschafft wurde. Und da gab es auf alle Fälle eine Änderung jetzt im letzten Jahr, da müsste ich nochmal nachlesen. Aber ich habe auch mal lang mit einem Landwirt gesprochen, der in Nordrhein-Westfalen ansässig ist, der macht Sonderkulturen, also Erdbeeren, Himbeeren etc. Und macht halt eben auch Maisanbau oder Energiepflanzen, weil er mit seiner Biogasanlage das ortsansässige Krankenhaus versorgt. Und er sagt ganz klar, es tut mir im Herzen weh, im Grunde Brot zu verbrennen, jetzt mal bildlich gesprochen, aber er kann seinen Hof, seine Sonderkultur im Grunde nur querfinanzieren über seine Biogasanlage. Wenn er ausschließlich von Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren etc. leben müsste, hätte er einen Laden nichts zu machen müssen. Ja, da frage ich mich in dem Punkt auch, wo sind die Grünen oder dementsprechend? Das sind ja bloß eigentlich heuchlerische Wörter. Ja. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Der Geschäftsführer von der Deutschen Umwelthilfe hat neulich die Bauern als Traktorextremisten bezeichnet. Ja. Finde ich ganz hart. Ne? Und dazu muss ich auch noch sagen, dass sie dann überhaupt noch in den Bioladen was zu futtern kriegen. Ja? Wenn sie an ihrem eigenen Essen graben oder beziehungsweise an ihrer eigenen Quelle, das ist dann schon irgendwie lahmer. Wir sehen im Grunde mit dieser Art von Politik, die gegen die Landwirtschaft und die Produktion gerichtet ist, an dem Maßstab, den wir alles wissen. Und wie es läuft, wenn wir von ausländischen Exporten abhängig sind, von ausländischen Importen abhängig sind, sehen wir ja im Energiesektor. Wir haben die dritthöchsten Strompreise in ganz Europa. Nur noch Irland und Belgien ist höher. Und die haben, glaube ich, auch andere Mehrwertsteuersätze, die auch immer. Also ich sehe an der dritten Stelle, wenn die Schweiz, das Hochpreisland Schweiz, für Firmen interessant wird, um dort ihre Produktionsstandorte zu verlagern, dann müssten bei mir, wenn ich in der Regierung ja sämtliche Warnglocken angehen. Aber diese kurzsichtige Denke ist ja auch dort verankert. Seit 2018 oder 2019 gibt es nämlich die sogenannte Wegzugssteuer. Wenn ich weiß, ja, man kennt es hier aus der DDR, ne? Oder noch früher, was man ja nicht erwähnen soll, da gab es die Reichsfluchtsteuer. Jetzt heißt es Wegzugssteuer, wenn ich meinen Firmensitz verlagere, mein Unternehmen ins Ausland verlagere. Ich habe das mitbekommen beim Zahnarzt-Ehepaar, die ausgewandert sind, die mussten 10% vom letzten Jahresgewinn als Steuer abführen. Deswegen. Also große Konzerne zahlen das aus der Portokasse. Aber ein kleiner mittelständischer Betrieb?
Der hört halt dann auf zu produzieren, der geht nicht pleite, der hört auf zu produzieren. Ja. Also es gibt Online-Diskussionen, wie kann ich zum Beispiel meine GmbH ins Ausland verlegen, ja? Wie drücke ich mich zum Beispiel um diese Steuer herum. Genau. Ja? Ist absoluter Wahnsinn. Ja. Ganz klar. Wenn sich jetzt noch einer wundert, warum die Bauern demonstrieren, denen geht es wirklich an die Existenz. Die sind im Grunde selbstständig mit vollem Unternehmerrisiko und müssen sich alles vorschreiben lassen. Ja. So. Entschuldigung. Mit der Schweiz sehe ich das natürlich noch ein bisschen anders. Im Moment sieht es so aus, dass die Industrie ideale Ausreden hat, in die Schweiz zu gehen. Denn die Steuerung oder die Steuergesetzgebung in der Schweiz, die orientiert sich kantonal grundsätzlich unterschiedlich. Und da findet man im Kanton Zürich oder Schaffhausen oder im Kanton Zug die besten Zug in dem Fall, ja, findet man eigentlich die besten Steuersätze. Aber dieses Zug mit allen Gebühren gelingt. Ich habe über 20 Jahre in der Schweiz ein Geschäft gehabt. Und das ganz jetzt, aber immer noch besser als hier. Meine Frau sagt, bist du verrückt, was machen wir hier? Dann kommen wir wieder zurück. Ja, gar nicht nachvollziehen. Gar nicht nachvollziehen. Du musst klein weitergeben, ne? Landwirtschaftlichen Betrieb, den packe ich nicht ein und baue ihn dort wieder auf, weil das sind ja die Kunden. Und damit ist es natürlich eine günstige Gelegenheit, das auf einem gesunden Erklärungsfuß zu stellen. Klar, logisch. Vielleicht noch eine Frage zu den aus Brüssel. Ja. Darf ich dann Tourismus einholen? Tourismus zur Förderung im ländlichen Raum, dass ich bei. Ich stelle jetzt meine Ferienwohnung und stelle ich jetzt den Landableiter zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das förderwürdig ist oder ob Sie da bestimmte Voraussetzungen machen müssen, aber beispielsweise schonender Tourismus am Feldberg. Wenn Sie da ein Projekt aufziehen, wo Sie Naturschutz, Klimaschutz und Tourismus zusammenbringen, dann können Sie unter Umständen eine Förderung und Subvention abgreifen. Okay, ganz so einfach ist es nicht. Kein einziges Kilo Getreide produziert, da wird kein einziger Liter Milch produziert, da wird kein einziges Pfund Fleisch produziert. Aber es ist eine Agrarsubvention. Und wenn man in den Medien dann immer diese Milliardenbeträge hört, es gibt so und so viele Agrarsubventionen, dann denkt jeder automatisch, die Bauern sagen wir mal richtig ab. Pfeifverdeckung, nix ist. Wir haben es ja gesehen, wer hier richtig absahnt. Aber so viele Agrarsubventionen. Aber warum kann man sowas nicht mal öffentlich oder mehr publik machen? Also ich bin mir sicher, dass das die ganze Bevölkerung gar nicht weiß. Uns hat das untergefunden. Es hat da mal einen recht interessanten Artikel gemacht, da standen ja auch einige Daten raus. Aber es ist auch so, es müsste eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche im ZDF und ARD laufen. Da wird es aber mit Sicherheit nicht auftauchen. Nee, glaube ich nicht. Also, ich habe dann auch nie gesehen, wirklich fundierte Berichte über die aktuelle Situation unserer Landwirtschaft und die tatsächlichen Profiteure von den Agrarsubventionen gesehen. Ja, und da muss man hin. Ja, und vor allem selbst wenn abends so ab 23.30 Uhr dann mal was kommt. Da liegen Leute im Bett, die sind kaputt zum Arbeiten. Die sind, meine Meinung. Ja, guckt kein Mensch. Ah ja, da guckt kein Mensch mehr. Es müsste zum Primetime, statt der ganzen durchgegenderten Krimis, müsste mal wirklich eine Stunde Aufklärungsarbeit betrieben werden. Ja. Aber es ist ja auch schön, Feindbild aufzubauen für den Rest der Bevölkerung. Weil das lenkt so herrlich von den Fehlern der Regierung ab. Warum sind Schuld? Ja, einfach. Ich meine, es würde genug Möglichkeiten der Bildung geben. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, an einer Prüfung für Elektrotechnikermeister, ja, dementsprechend, Mais hat einen gewissen Heizwert, ja, dementsprechend, welchen Einsatz an Öl könnten wir zum Beispiel einsparen? Ja. Oder wie hoch wäre denn der Düngemitteleinsatz? Sie müssen nur die Faktoren schreiben. Ja? Oder dass man einfach mal, ich sag mal, betriebswirtschaftlich in der Schule mal so einen Betrieb durchrechnet. Ja? Das ist das, wo halt eben auch die Bildungspolitik. Aber was kriegst du denn in der Schule beigebracht? Nichts, das ist das Problem. Du kriegst wirklich, also gut, meine nicht nur Neffen, die sind auf dem Land aufgewachsen, die sind noch normal groß geworden, die
kenne ja auch eben das Problem der Landwirtschaft und mit denen kannst du auch ganz normal schwätzen, aber wenn ich teilweise ja, so Schülergruppen erlebe, die im Grunde alles sogar schluckt und wiederkäut und ausgespuckt machen, was sie halt in der Schule beigebracht bekommen. Und war ja neulich hier Anke Engelke, dieses Kinderbuch, der Fuchs als Vegetarier. Mhm. Sag mal, diese Wolfskusch da, echt, unmöglich, da wird ein völlig realitätsfernes Bild geschaffen. Und das haben die Grünen wirklich geschafft. Die haben ja gesagt, den Marsch durch die Institutionen. Und da gehört einfach die Bildungspolitik dazu. Und da haben sie die Oberhand und da werden Generationen von Schülern wirklich realitätsfremd ausgebildet und großgezogen. Ist so. Da haben wir eine nette Anekdote in der Pfalz auf so einem Landwirtschaftsmarkt. Und da hatte eine in so einer Kiste, ganz kuschelig, zusammen Küken waren frisch geschlüpft, ne? Saßen halt dicht an dicht, wie es Küken halt machen, einfach vom Wärmebedürfnis her. Kam die Schülergruppe vorbei, das ist Tierquälerei, die brauchen mehr Platz. Da sage ich, Freunde, die kuscheln, die sind nicht dicht an dicht gedrängt, die kuscheln. Und überleg mal, wie viel Platz ein Küken im Ei hat, kurz bevor es schlüpft. Das werde ich mal eben. Und dann haben sie mich angeguckt, dann sind sie entgeistert, aha, und sind gegangen. Ja, das ist auch so, man hat ja gesehen, 1 Million oder fast 1 Million landwirtschaftlicher Betriebe 1975 und jetzt gerade mal so knapp über 200.000 und jedes Jahr gehen 3.500 über die Wupper. Die Leute kennen landwirtschaftliche Produkte nur noch als Fertigprodukt im Kühlregal oder im Lagerregal. Die wissen nicht, was für ein Aufwand es wirklich ist, bis aus einer Getreidegabe das fertige Produkt im Regal liegt. Von Anbau, Düngung, Pflege, Ernte bis hin zum Bäcker oder über Müller halt natürlich, bis das fertige Brot da ist. Da ist überhaupt kein Kontakt mehr, kein spürbarer physischer Kontakt mehr da. Und entsprechend sind die dann natürlich auch leicht zu steuern. Die Kinder werden halt auch bewusst verblödet. Da jetzt hier fast ein Haufen Leute in der Runde sind, wo ich den Sprung noch nicht gebracht habe, mein Sohn geht Schloss Geilenhofen aufs Gymnasium, den hat man letztes Jahr in der 8. Klasse im Wirtschaftskundeunterricht tatsächlich erzählt, die Autoindustrie ist nicht wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Autoindustrie ist nicht wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Also ein Kommentar ist da auch im Wirtschaftskundeunterricht. Finde ich gut. Aber macht dir nichts, wenn die nicht produzieren, sind sie ja nicht insolvent. Produzieren wir nur nicht. Also Wirtschaftsunterricht. Wirtschaftsunterricht, das ist den Schülern erzählt. Ja. Und mein Sohn hat dagegen gehalten und hat dann auch prompt 3 am Zeugnis gehabt und dieses Jahr dann anderen Lehrer und der interessiert sich für Wirtschaft. Ist er dann auch tatsächlich wieder auf 1, aber... Vielleicht sollte ich als Quereinsteiger doch noch in den Lehrberuf gehen. Ja, die hatten jetzt auch die in der Jahrgangsstufe 1, also erste Abiturklasse, Klasse 11, die Seitzel von der SPD, unsere Bundestagsabgeordnete, eingeladen. Die hat dann erzählt über Berlin und so und dass sie ja das auch ganz schlecht fänd, dass die Schuldenbremse nicht ausgesetzt wird. Ja. Und früher bei uns in der Schule war es so, da hat man dann drüber diskutiert. Ja. Und die kommt heim und sagt, ja Papa, eigentlich wäre es ja gut, wenn wir die Schuldenbremse aussetzen. Die haben da einfach die SPD-Tusse reden lassen, der Lehrer hat nichts kommentiert, hat es einfach so stehen lassen. Genauso wie heute, war seine Freischule, ne? Heute oder gestern war hier im Berufsschulzentrum Stockach unsere Landtagspräsidentin, unsere Grüne Mutter Aras zu Besuch. Und den Kindern oder den Schülern, Berufsschulzentrum, den Schülern wurde ganz klar gesagt, welche Fragen sie stellen dürfen. Und welche nicht. Ja, das ist wie in der DDR. Genau. Also da sind wir schon mit. Ja, wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Das regt uns weg. Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Da wäre hin, ne? Ja. Wo kommen wir da hin? Wie soll denn das weitergehen? Wir kommen in die maximale Abhängigkeit. Ja, ganz schön. Und wenn du als Bürger maximal abhängig bist oder als Land maximal abhängig bist, dann bist du leichter zu führen. Mhm.
Das größte Übel für die Regierung ist ein Freiheits- als bestimmter Mensch. Die Ernährungsfrage ist einer der wichtigsten Faktoren oder der wichtigste schlechthin, weil erst kurz fressen und dann die Moral. Das heißt, wenn ich das Essen nicht mehr leisten kann oder kaum noch leisten kann, dann werfe ich den ein oder anderen moralischen Grundsatz von Demokratie und Freiheit halt erstmal über Bord. Hier meint doch gerade noch einer, er hätte noch die Bio-Leistungskursbücher von 1980 zu Hause. Ja. Die würden heute von der Ampel verbrannt werden. Da ist auch noch praktisch der Nutzen enthalten von CO2. Genau. Ja. Ja. Hat jemand eine Erfahrung zu Hause? Ja. Was macht man denn, damit die Unterwasserpflanzen besser wachsen? Meine Tochter betreut das ja sau. Es gibt extra CO2-Pumpen. Ja. Ja, gibt's. Kann ich mir auch erklären lassen. Also Fisch kriegt bei uns nur die Platz. Also ich züchte jetzt nicht selber. Also CO2-Pumpen haben wir keine drin. Ja, aber wäre eine Möglichkeit, also Aquarianerkenntnis, dass wir jetzt. Das gibt es ja auch für Treibhäuser auch. Für Treibhäuser auch, ja, ganz klar. Es ist auch so. Guter Hinweis, kommt mir auch gerade noch in den Sinn. Die holländischen Treibhäuser werden ja mit CO2 gegast, um die Blattmasse zu erhöhen und dadurch auch eine höhere Ausbeute an Früchten, also gerade Tomaten und so weiter zu haben. Und wo kommt dieses CO2 her, das sie da reinleiten? Es kommt direkt von Erdölraffinerien. Ja. So, wir schaffen den Verbrennermotor ab. Ganz coole Nummer. Wir schaffen den Verbrennermotor ab, sprich wir brauchen in Zukunft auch keine Erdölraffinerien mehr. Ja. Was machen die holländischen Tomaten? Weil die einheimischen schmecken natürlich immer besser, aber es gibt halt Jahreszeiten, da sind die halt einfach ein bisschen voraus. Da kannst du dann anfangen, kleine Kerzen zwischen die Reihe zu stellen, hat einen ähnlichen Effekt. Das passt doch alles gut zusammen. CO2 ist ja auch ein Beiprodukt bei der Getreide, also bei der Düngemittelindustrie. Ja, genau. Das ist der größte. Genau. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, der Frankfurter Flughafen braucht nur für CO2, also für Trockeneis, sonst hat er gar kein kaltes Bier an Bord, 11 Tonnen Trockeneis. Ja. Nur für die Lufthansa-Flüge am Tag. Genau, 11 Tonnen am Tag. 11 Tonnen am Tag. Coole Nummer. Genau, wenn wir als F keine Düngemittel, weil wir brauchen ja keine mehr, jo. Dann geht kein Flieger mit gekühltem Zeug in die Luft, dann machen sich alle eine Böse. Das wird es wieder warm. Alle Flieger werden echt klein. Ja. Aber Fliegen ist ja auch ganz schlecht. Also, das erledigt sich ja dann, wenn wir das absolute Flugverbot haben, sprich eigentlich immer noch Honecker und Co. Pardon, falsche Zeit. Bergung und Co. noch fliegen dürfen. Also, ja. Ja, gut, ich muss den Witz erklären. Nee, also das ist ja eine Kettenreaktion. Oder auch, Thomas hatte vor ein paar Jahren auch ein Gespräch mit einem Landschaftsgärtner. Eins der Nebenprodukte von Kohlekraftwerken sind natürlich verschiedene Stoffe, die im Landschaftsbau zum Einsatz kommen. Also, frag mich nicht, was im Einzelnen, aber der sagte, wenn die hier jetzt die Kohlekraftwerke abschaffen, dann haben wir als Landschaftsbau echte Probleme. Weil wir das Material dann schlimmstenfalls aus dem Ausland holen müssen für ein Vielfaches des Preises. Es hängt ja alles irgendwie zusammen. Und das ist auch das Spannende an der Politik, wenn du da so diese wirtschaftlichen Zusammenhänge schon mal kennenlernst, Erdöl und CO2 und Treibhäuser oder Kohlekraftwerke schalten wir mal ab und dann kommt an einer ganz anderen Ecke ein Riesenproblem daher. Weil das war doch mit dem AdBlue mal genauso eine Zeit lang. Da haben sie gemerkt, hoppla, das ist eigentlich nur ein Abfallprodukt, aber hoppla, wir brauchen es. Ja, genau. AdBlue ist im Grunde der Harnstoff, soweit ich weiß. Ja, genau. Ja, gut, dann wird halt unter Umständen bei den noch bestehenden Viehhaltungsbetrieben ein Abscheider eingebaut und dann haben die Bauern wieder eine neue Einnahmequelle. Oder ja, also es zeigt ja auch die absurdesten Blüten, also dieser ganze Öko- und Klimawahn. Also wie gesagt, die Behauptung, CO2 wäre ein böses Klimagas, ist Wahnsinn, ist Schwachsinn. Wir hatten Zeiten in der Erdgeschichte, da war der CO2-Wert immer vielfaches höher. Das Leben ist gerade zu explodieren, weil Nahrungsgrundlage und so weiter sich viel besser dargestellt haben. Aber es ist natürlich ein ganz einfaches Narrativ, irgendeinen Stoff zum Feind oder zum Negativ zu erklären. Und keiner hinterfragt, weil CO2 ist böse, CO2 ist böse. Und dann sehen die das doch. Ja, es funktioniert ja. Es funktioniert seit Jahren und Jahrzehnten. Wir besteuern uns. Steinzeit war ja der CO2-Gehalt noch ein bisschen höher. Ja, darum sind die Pflanzen gewachsen und darum sind die Tiere auch ein bisschen groß geworden. Ja. Ja. Das ist genau das mit dem Bauernrückgang, das ist ja weltweit auch der Fall. Ne? Also, wie ich das jetzt gelesen habe.
Das ist auch interessant. Sie haben vorhin angesprochen, das alte Holz darf nicht mehr aus dem Wald raus. Das Unterholz. Oder das Unterholz. Ja, aus Naturschutzblock. Aber wir haben ja den Borkenkäfer, weil wegen Klimawandel, Zwinker, Zwinker. Ja, genau. Wenn das alte Holz raus wäre, hätten wir vielleicht auch ein paar Wege. Ja, also das Unterholz, also ich kenne es noch, meine Eltern haben ja ein kleines Waldstück gehabt, das sind wir im Winter dann immer zum Brennholz machen. Mein Bruder macht es jetzt mit Hackschnitzel, also das wäre ein bisschen Thema, deswegen vorher mit Brennholz das rausziehen. Aber das Kind muss sich immer so ins Dichtlicht und dann praktisch das ausgeräumte Dichtlicht dann zum Wagen ziehen. War schön, dass mein Papa zusammen Zeit verbringen, war ich so selten, weil er ja will. Und dann konnten wir halt dann so klein genug, ich war allein in den Busch und das Zeug rausziehen, was er vorher ausgesetzt hat. Das, bringt das ist jetzt flächenweise nicht mehr zulässig, weil wir ja den möglichst naturbelassenen Wald wachsen und groß werden sehen will. Und dann kommen aber solche Probleme wie jetzt im Ahrtal, dass das dann unter Umständen so Todesfall wird, wenn Überschwemmung und wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen. Buschbrände in Australien, gleiches Thema, die haben ja auch die Grünen. Ich darf kein Unterholz mehr verräumen. Früher ist es immer nur so gewesen, Buschbrände waren ganz normal, aber sie waren limitiert, sprich auf eine gewisse Fläche. Und es war auch eine Regeneration, weil dann eben Jungpflanzen wieder hochgekommen sind. Jetzt brennen plötzlich Flächen, die waren früher unvorstellbar als Brandgebiet. Warum? Weil das Unterholz natürlich der ideale Nährboden ist fürs Feuer. Und dann geht es hoch in die Wipfel und dann macht es richtig Spaß. Und dann gehen wirklich große Flächen drauf und dann gehen wirklich viele Tiere drauf. Das sind die Auswirkungen grüner Politik, wenn ich eben nicht mit Sachverstand arbeite, sondern nur ideologisch. Bei uns jetzt haben wir einen Sturm gehabt. Ja. Bei uns gibt es sehr viele Waldflächen, wo extrem eng stehen. Mhm. Haut da der Wind rein, der reißt alles um. Alles ja? Von Schwackenreuth bis nach Saldorf, das war eine einzige Schneise. Da war alles kaputt, Wipfel abgebrochen und dann kannst du sowieso gleich unten abschneiden. Genau. So würde man das ein bisschen ausräumen oder besser aufräumen, dann wäre der Schaden oft wesentlich geringer. Ja, nein, man macht gleich hunderte von Hektar Wald kaputt. Mhm. Ja, und das holt sich wertlos. Ja. Abgebrochen und. Ja, und dann haben sie Angst vor dem Borkenkäfer. Ja. Das verstehe ich, wenn man hier bei uns in die Wälder reinguckt hat, wie die angefressen sind und wie böse da manche Waldstücke aussehen. Also ich habe bis vor kurzem einen Hund gehabt und ich kenne die ganzen Wälder rundum. Mhm. Und ich kann mit jedem in den Wald reingehen und sagen, guck daher. Ja. Und wenn du bloß ab und zu mal ein paar Bäume rausschneiden würdest, das wäre vielleicht schon ein Ansatz. Ja. Aber reden wir mal mit den Leuten. Ja, riesige Harvester, Mitarbeiter haben wir keine mehr. Nee. Und die drei People, die sollen riesige Flächen bewirtschaften. Wie willst du das mit dreimal machen? Ich habe einen heilen Respekt vor der Arbeit der Waldarbeiter. Ich habe ja selber den Kettensägenschein gemacht, das heißt einen ganzen Tag Theorie. Und dann am Samstag den ganzen Tag im Wald. Und mit dem kleinen Kettensägenschein darfst du ja nur auf Hüfthöhe Durchmesser 25 umlegen. Und wenn du so den Baum stehen siehst, so 25 Durchmesser auf Hüfthöhe, so 90 cm, denkst du, boah, Bäumchen, ja? Wenn der fällt, dann bebt der Boden. Ja. Da bebt wirklich der Boden. Und wenn der springt, also wenn praktisch der Stamm nochmal hochkommt, dann bist du besser nicht in der Nähe, weil dann bist du nicht. Also da habe ich wirklich Demut gelernt der Arbeit der Waldarbeiter gegenüber, weil das ist Wahnsinn, was da Gefahrenpotenzial drin ist. Und da habe ich echt Respekt gelernt. Also wir werden dieses Jahr wahrscheinlich unser Brennholz dann auch selber werben, sprich haben bei der Gemeinde dann angefragt, weil die haben auch, also Gemeinde Ettenheim, Gemeinde Kappel-Grafenhausen hat eigentlich auf dem Gemeindegrund von Ettenheim noch Wald, Gemeindewald. Das ist historisch bedingt, weil das irgendwann mal klösterlich und sonst was war. Jedenfalls haben die da Wald und dann kannst du halt Brennholz erwerben als Einheimischer, wenn du Gemeinde Kappel-Grafenhausen wohnst. Und das ist halt Anlage. Jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Form das dann am Weg liegt, ob ich da noch jemand brauche dazu oder ob wir das selber vermanagen können. Aber wie gesagt, dieser eine Tag, das war ja nur an der Ebene, also im Auwald dann praktisch, in Taubergießen, wo wir halt Bäume geblickt haben unter Anleitung, war uns fertig. Wie Schnitzler hat gesagt, also berufsmäßig mache ich das nicht. Was? Da tut dir alles weh, wenn du nicht gewohnt bist. Da spürst Muskeln, die hast du an dir selber noch nicht gekannt. Nein. Ja, genau so ist es. Da wirst du dann, da alterst innerhalb von einem Tag um 20 Jahre so gefühlt. Ne? So knickknack, das knackige Alter, dann ist es knack, dann ist und deswegen, also gerade wenn ich, also ich habe auch früher mal mit einem Förster Gespräch gehabt, da ging es darum, wie viel Holz darf ich aus dem Wald entnehmen. Dann hieß es das, was in 10 Jahren wieder nachwächst.
Aber die Werte, die sie damals hatten, ich hoffe, dass es inzwischen angepasst ist, die waren so gesetzt, dass in 10 Jahren eigentlich das anderthalbfache schon nachgewachsen ist. Sie durften aber nur das rein rechnerische rausnehmen. Mhm. Und dann kommen so dichte Bestände zustande, die dann beim Sturm einfach glatt umgelegt werden, weil die Wurzeln der Bäume natürlich nicht den Raum haben, um sich wirklich zu verfestigen. Und wenn ich so Flachwurzler habe, wie Fichten und so weiter, dann habe ich sowieso die Ausstrahlung. Also die knickst dann einfach immer. Ja klar, mit den ganzen Teller fliegen hier raus. Ja. Dann habe ich wirklich hektarweise platt und dann habe ich auf Jahre hinweg. Dann bist du hinter die Fichte geführt. Dann bist du hinter die Fichte geführt. Klar, ich halte dann die Fichte. Ja, genau. Das ist der Spruch, oder? Das ist der Spruch, oder? Die Problematik ist halt auch, dass vieles tatsächlich nur noch rechnerisch ermittelt wird. Am Schreibtisch. Ja, du hast es ja eben auch schon gesagt bei der Gülle und so. Ich war jetzt ganz entsetzt, hier diese ganzen Tempo 30 innerorts, diese ausweisen Lärmschutz. Da werden keine Lärmmessungen gemacht. Der Lärm wird nur noch rechnerisch ermittelt. Ja. Aufgrund rechnerischer Ermittlungen des Lärms werden Tempo 30 Schilder aufgestellt. Ja, und da sage ich, das ist auch so ein Fall, da werden alle dafür bestraft, was Einzelne vielleicht verursachen. Wir haben im Schwarzwald eben auch so diese Motorradstrecken, wo manche Gemeinden dann eben Motorradfahrverbote aussprechen, weil halt der eine oder andere mit einer aufgebohrten Maschine wieder richtig durchheizt. Und das entsprechend dann halt auch laut ist, dann kann ich die Antwort mal sehr gut verstehen, wenn sie sagen, also da habe ich keinen Spaß dran. Aber es gibt ja auch Lärmblitzer, also akustische Blitzer, nicht Geschwindigkeit, sondern die messen dann praktisch den Schallpegel. Da kann ich diese schwarzen Schafe rausziehen. In der Schweiz ist, glaube ich, schon ein Satz. Darum kommen Sie immer zu uns, wir wollen Schweiz abholen. Bei uns ist die Dichte ganz human. Ja. Ja, darum kommen die Schweizer zum Blasen, kommen die zu uns rüber. Ja, und also ich sage, ich fahre selber Motorrad, ich kenne die Strecken. Ja. Also wenn einer vorbeifliegt, und wir reden von vorbeifliegt, das ist ein Schweizer. Und zwar so, das kennt, ja. Genau, also das Aargauer Kennzeichen kannst du lesen, aber die Zahl nehmen wir, weil dann ist schon weg. Ja, siehst du. Ja. Und ich fahre nicht mit 100. Ich fahre also, wenn es 120, 130, 140, muss halt Spaß machen. Genau, ich lasse auch laufen. Mhm. Aber die Burschen haben keine Chance, weil die haben bei uns da ist Flugstunde und sonntags ist abartig. Ja. Und ja, eben auch Lärm, das ist ja das Thema Lärmemission. Ne? Ja, klar. Ich kann mit dem Lärmblitzer die rausziehen und sagen, hier, Freund, Schlüssel abgeben, 5000 Euro hinterlegen und dann kannst du mal gucken, bis du der Maschine wieder legst, du gehst jetzt Fuß rein. Mhm. Aber wir pauschal 30 Mark. Ja, aber nachts zwischen 22 und 6 Uhr innerorts ist auch kein Schweizer Motorradfahrer mehr unterwegs. Das ist, einfach nur hirnrissig. Ja, teilweise auch. Ich hatte mal in einer Ortschaft gewohnt, da ist über 3 Jahre hinweg der Bäckerlehrling mit seiner aufgebohrten Mofa. 3 Uhr morgens oder 3:30, lass es gewesen sein. Jeden Morgen. Ich habe immer kurz mit der zur Arbeit fährt. Und dann war er 18, hat Auto gefahren, dann hatte ich auch mal. Der Schnitt ist 30 gewesen, aber er war halt laut wie Sau. Das ist ganz klar. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr werden, das würde ich jetzt, sofern das erlaubt, gerade in der offiziellen 3D. Ja. Sag vielen Dank auch. Wir sehen ja direkt in die Elektrizität rein, ne? Ja. Die haben schon hier nach der PowerPoint-Präsentation gefragt. Der hat jemand anders bestellt oder so. Ich habe mir was aufbereitet für Papa, dass man das mal verteilt, weil ich in seiner Meinung. Und wenn da die Sachen passt, mal auf den Schnitzel, aber wenn sich überholt, dann einfach Rückmeldung auch an mich, weil ich kann nicht so tief in der Thematik drin sein wie die Landwirte selber. Das reicht ja auch schon. Das reicht ja schon, wenn es um viel, viel mehr geht. Und die Masse mal ein bisschen auch verstehst. Ja, das geht. Ja, super. Ja, gerne. Ja, kann ich dir mal schicken und dann könnt ihr es ja. Genau, ich danke dir vielmals für diese tolle Präsentation. Ja. Ne? Ja. Weil wir auch gerne wieder. Ich hätte gerne, du hast ja auch noch ganz vieles anderes auf Lager. Du hast ja noch andere Themen, ne? Ja, also Landwirtschaft ist einfach mein Herzensthema, weil auch wenn ich selber nicht in dem Bereich arbeite, man. Ich glaube, wir uns nur auch zu machen. Ja, genau. Es ist einfach grüner Daumen, ist auch da. Jetzt habe ich meine Hochbeete gerichtet. Ja, gestern habe ich probeweise schon mein erstes Radieschen ausgesät unter Gras.
bin dann auch so ein, ja, so Trial and Order für die Uni. Ich habe mir mal, ja, über 2000 Quadratmeter Streuungswiese gekauft und ernte da so meine eigenen Äpfel und Birnen und Kirschen. Und ich bin froh, dass ich nicht davon leben muss, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach ein schöner Zeitvertreib ist. Aber wenn ich das professionell machen müsste mit den ganzen Auflagen und was darfst du tun und was darfst du nicht, aber was musst du lassen? Ich würde, glaube ich, gerne mal bei der Stadtrede sagen, so Landwirtschaftsminister, jetzt freue ich mich auch bei dir und wir nach Berlin fahren. Weil es total absurd ist. Ich habe sogar Hochstammbäume, ne? Also ich könnte vielleicht sogar noch nicht so viel Zeit haben. Nee, aber ich sage, ich habe es, das ist ein Herzensthema von mir. Und deswegen, also natürlich am liebsten immer Landwirtschaft, aber auch andere Wirtschaftsthemen. Ich bin ja Betriebswirt mit Handels- und Volkswirtschaft. Und ja, absolut. Kann ich dir auch gerne mal noch das Thema nennen, wenn ich noch mal. Gerne. Wir bleiben ja auch in Kontakt. Ja, so, ja. Auf alle Fälle. So, meine Herrschaften, wir verabschieden uns hier von diesem Live. Ja, vielen Dank. Aus dem Kreis Konstanz. Du möchtest du mal noch was essen oder so? Kannst du noch. Und das war die Rosa Maria Reiter. Ja. Der Bundestagsabgeordnete kommt heute. Für den Ortsverband Hegau der AfD. Genau, aber keine vegetarische. Und schon gar nicht vegan. Die Veganer kriegen halt dann so ein bisschen Gras auf den Teller. Jetzt soll ja jeder für sich entscheiden, wie er leben und sich ernähren möchte, aber dieses Sendungsbewusstsein, was manche so an den Tag legen und vegan werden, die einzig richtige Ernährungsweise, Freunde, da habe ich meine Zweifel schon immer so. Oder muss man den Sektengrund da reinmischen? Also wer das mag, bitte. Also, ich esse ja regelmäßig Mehlwürmer. Echt? Aber über den Umweg zwischen Huhn und Ei. Also mein Hühnerfleisch hat Es ist ein Produkt. Ich esse auch regelmäßig Gras in Form von Käse, weil es muss vorher durch die Kuh durch. Und ja. Das ist schon richtig. Ja. Genau. Du möchtest heute noch ein bisschen bleiben, oder? Ja. Also ich habe heute nichts mehr vor. Gerne. Morgen werden die Koffer gepackt, am Sonntag geht es in den Urlaub. Geht ja in der ersten Urlaub seit 15 Jahren. Also der erste Urlaub seit 15 Jahren. Danke für den Vortrag, heißt es ja auf jeden Fall. Ja. Na? Gruß aus Freising. Super. So Leute, ich mache jetzt an dieser Stelle mal den Stream dicht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ja. Und bleibt mal auf jeden Fall mal dabei. Wir sind und wir haben immer interessante Themen hier im Ortsverband. Folgt mir am besten oder und dann schauen wir mal weiter, wie es abläuft. Tschüss. 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 Aus Freising.